Hi, ich bin's Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute machen wir endlich weiter mit den kreativen Abo-Boxen. Ich habe heute eine kreative Abo-Box, die ich selber noch nicht kannte. Und ich bin sehr erfreut, dass ich sie euch heute zeigen kann. Die Rede ist von Annes Stempeldesign. Der Monatsstempel von Annes Stempeldesign, der kommt eben jeden Monat neu raus und wird dann immer verschickt an die Abonnenten. Und ich stelle dir heute mal die letzten 4 Monate im Überblick vor, damit du ein Gefühl hast, was da so dabei ist und was dich in diesem Abo erwartet. Bei Anne im Shop kauft man die Monatsstempel immer im Abo für 12 Monate. Es ist so, dass dann ein Stempelset 21,90 Euro kostet. Das ist ein erheblicher Preisvorteil gegenüber dem Einzelverkauf, denn da kosten die Stempel dann 26,90 Euro. Und es gibt ein Problem, sage ich jetzt mal, wenn man die einzeln kaufen will. Man kann sich nicht sicher sein, dass man sie bekommt, denn alle sind limitiert. Die Monatsstempel werden nur einmalig produziert und dann ist es halt einfach nur eine Frage der Zeit, bis sie ausverkauft sind. Insofern ist den Abonnenten einfach sicher, dass sie immer diesen Monatsstempel bekommen. Zusätzlich zum Monatsstempel bekommen die Abonnenten den Vorteil, dass sie bestimmte Themenstempel im Shop von Annes Stempeldesign auch vergünstigt bekommen. Ich verlinke dir aber in der Videobeschreibung nochmal ein ausführliches Erklärvideo zu diesem Abo, wie das Ganze funktioniert. Das hat Anne nämlich schon mal auf ihrem YouTube-Kanal selbst erklärt. Insofern verlinke ich dir ihn in der Videobeschreibung. Schau da unbedingt rein. Das sind sie, die 4 Monatsstempel von Januar bis April haben wir jetzt alles dabei. Es ist so, bei Annes Stempeldesign ist immer ein Motiv im Monat dabei und mehrere Sprüche, die man damit super kombinieren kann. Ich stelle dir die gleich noch im Einzelnen vor, aber so von der Art und Weise funktionieren die eben so, dass die in dieser Tasche kommen. Dann hat man diese Stempel und die Stempel bestehen aus einem Fotopolymer. Alle Stempel werden in Deutschland gefertigt und können eben auf einen Acrylblock aufgebracht werden. Das ist so ein Acrylblock, den man dafür nutzen kann. Die gibt es in unterschiedlichen Größen und da bringt man dann jeweils die Stempel auf. Viele von euch werden das wahrscheinlich schon kennen. Jetzt schauen wir uns den Januar-Monatsstempel mal ganz genau im Detail an. Die anderen zeige ich dir dann auch noch natürlich, aber damit wir einfach ein Gefühl dafür kriegen, was wir eigentlich haben. Anne hat mich netterweise ausgestattet mit den richtigen Materialien, um das Ganze auszuprobieren, und zwar mit diesem Stempelkissen, das VersaFine. Das verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung entsprechend, kriegst du natürlich auch bei ihrem Shop. Dann diesen Stempelblock, das habe ich gerade schon gezeigt. Und dann habe ich hier noch einen Stempelreiniger, da zeige ich dir gleich, wie das Ganze funktioniert. Dann öffnen wir das Ganze mal. Es ist immer dabei eine Übersicht und hier sieht man es auch zum Lochen und Abheften für dein Nachschlagewerk. Manche haben wahrscheinlich einen ganzen Ordner schon mit den ganzen Motiven und können dann immer einfach blättern, wenn sie ein bestimmtes Motiv suchen und wissen, wo sie es dann haben. Wir haben also hier Januar 2023 und jetzt sieht man schon die verschiedenen Motive hier mal im Überblick. Sie sind allerdings ein bisschen kleiner als im Original gedruckt und deshalb probieren wir jetzt mal das Motiv hier aus. Das Motiv ist hier diese Tasse und da der Stempelblock ja entsprechend groß ist, klebe ich da einfach beide direkt mal drauf. Dann können wir die mal ausprobieren. Die kleben einfach zwischen 2 Folien und die Trägerfolien kann man immer wieder benutzen. So, und jetzt färbe ich die ein. Also dieses Stempelkissen hat mir Anne empfohlen, weil die wohl sehr gute, präzise Stempelergebnisse abgeben. Und deshalb bin ich jetzt mal ganz gespannt. Dann kann man das Ganze hier platzieren, abstempeln. Et voilà. Also das sieht wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aus. Das ist schon krass, wie gut dieses Stempelergebnis ist. Und dann glänzt es so wunderbar. Gefällt mir richtig gut. Ist natürlich auch ein super schönes Motiv. Gut, wir sind jetzt schon im Mai. Insofern ist das jetzt natürlich nicht ganz passend mehr. Aber dafür könnt ihr natürlich jetzt sehen, was es sonst noch so gibt. Dann haben wir diesen Stempelreiniger. Den habe ich jetzt hier befeuchtet. Und da soll man wohl einfach drüber ziehen. Ja, jetzt sind die schon sauber. Und im oberen Bereich dann abtrocknen. So. So. Und dann hat man wieder saubere Stempel. Perfekt. Dann kann man die direkt wieder abnehmen und wieder einkleben. Das ist super. Kannte ich vorher auch noch nicht. Also
wieder was dazugelernt. Jetzt gucken wir uns mal einen von diesen Sprüchen an. Was finde ich denn hier besonders schön? Also die sind alle ziemlich toll. Das sind viele Kombinationen aus Schriften. Sehr süße Sprüche, kuschelige Wintertage, ganz dünnes Eis. 365 Tage im Jahr die Welt entdecken. Ich mache mal hier diesen Januar-Schriftzug, der interessiert mich, der sieht sehr schön aus. Wintergeschichten finde ich auch schön. Die Stempel eignen sich natürlich hervorragend für das Thema Scrapbooking, für Fotoalben, fürs Bullet Journaling, für alles Mögliche. Für Karten, dafür sind natürlich diese ganzen Spruchvariationen total super geeignet. Also den färbe ich auch ein. Das Stempelkissen ist schon mal eine ziemliche Kelle. Gefällt mir richtig gut. Also hat Anne nicht zu viel versprochen. Und jetzt abstempeln. So, ja, der sieht total süß aus hier. Den finde ich niedlich mit der Kombi. Und das ist total ein schönes Motiv. Finde ich richtig gut. Das kann man natürlich super gut kombinieren. Was haben wir hier noch? Die Magie der kalten Jahreszeit. Super schön, kann man sich gar nicht entscheiden, welches man zuerst nehmen soll. Ich mache wieder die Stempel sauber. Aber auch sowas wie Reisepläne, Schneeverliebt, Winterwunderwald. Also super viele schöne Sprüche und vor allen Dingen sehr inspirierend, finde ich, weil man durch die Sprüche dann vielleicht auch eine Idee entwickelt, was man machen könnte damit. Also ich finde die sehr inspirierend, vor allen Dingen durch die verschiedenen Sprüche hat man auch vielleicht gleich so eine Idee, was man damit machen könnte, kreativ gesehen. Also zum Beispiel der Winterwunderwald. Dazu könnte man natürlich ein schönes Aquarell malen und dann eben diesen Spruch drüber drucken. Ein Blick zurück ist natürlich fürs Bullet Journal total spannend, wenn man da einen Jahresrückblick macht. Das finde ich ganz cool, dass man eben so Ideen dadurch entwickelt. 2023 und 22 ist natürlich dabei. Also das war auf jeden Fall ein buntes Set für den Jahresanfang. Schauen wir mal in den Februar. Ich verlinke euch die Stempelsets in der Videobeschreibung, sollte es die noch geben. Wenn die natürlich ausverkauft sind, ist da natürlich nichts mehr zum Verlinken. Das ist also der Februar. Ich finde es praktisch, dass man immer diese Taschen auch dabei hat. Dadurch sind die natürlich gut aufbewahrt und man muss sich da nicht fragen, wie man die eben aufbewahrt. Und hier ist natürlich das Thema Karneval schon mit dabei. Sehr cool. Also die Motive stempel ich mal ab, dass man die auch mal sieht. Auch diese Banderole hier unten finde ich ganz cool, dass man die mal sieht. Dann passend zum Fasching. So, und dann kann man gleich den Spruch entsprechend dazu machen. Faschingsparty. Das ist natürlich ganz praktisch, dass hier auf der Rückseite diese Linien sind. Dadurch kann man die Platzierung des Stempels ganz gut einschätzen und es einigermaßen gerade hinsetzen. Und dann haben wir hier noch die Seilbahn. Die machen wir auch auf den Stempel mit drauf. Auch wieder einfärben. Ich sehe auch immer aus, wenn ich stempel. Ich habe innerhalb kürzester Zeit schwarze Hände. Ich weiß auch nicht, geht es allen so oder bin nur ich irgendwie so ein bisschen stempelblöd? Und einmal abstempeln. Oh yeah. Ja, cool. Also hier kann man schon mal eine Kombi sehen. So kann man das natürlich dann sehr gut kombinieren. Die Seilbahn finde ich auch total schön, weil sie so skizzenhaft aussieht. Wirklich wie gezeichnet. Und die Banderole, die ist natürlich vielseitig einsetzbar. Was haben wir sonst noch an Sprüchen dabei? Durch den Wald. Psst, den Unterschied merkt keiner. Mich würde ja mal total interessieren, wie Anne selber auf diese ganzen Ideen kommt. Jeden Monat sich da was einfallen zu lassen. Hut ab. Kleine Glücksmomente im Alltag. Vor allem, das macht sie schon seit 10 Jahren. Den Monatsstempel gibt es schon seit 10 Jahren. Wahnsinn. Zauberhafte Wintergrüße finde ich natürlich auch total schön. Herzensmomente. Langlaufloipe. Ja, witzig. Diese Wortkombination, die finde ich sehr praktisch, weil manchmal fällt einem nämlich beim Lettern gar nicht ein, was man eigentlich lettern soll. Und hier hat man ja alles schon fertig, vor allen Dingen man hat die verschiedenen Schriften für alle diejenigen, die beim Lettering noch ganz am Anfang stehen oder die einfach gar nicht so ein Händchen für Lettering haben. Die können natürlich auf sowas perfekt setzen oder eben auch als Abwechslung, wenn man zum eigenen Lettering-Stil mal was anderes haben will. Man kann die natürlich auch mit eigenen Letterings kombinieren. Super. Jetzt zeige ich dir mal, was hier im März drin steckt. Ein Fahrrad, ein Kranz, Ostergrüße. Ja, das Thema Ostern hat natürlich im März seinen Platz verdient. Also, schauen wir mal rein. Gehoppelt, nicht gerührt. Mein Gott, wie fällt einem denn sowas ein? Ich wünschte, ich wäre beim Lettern auch mal so kreativ. Man ist nie zu klein, um cool zu sein. Fotoerinnerungen.
Oh, bei manchen Dingen muss man wirklich überlegen, was man damit so machen könnte, nicht? Das ist spannend, dass man das mal andersrum macht. Erst den Spruch und dann das Motiv vielleicht überlegen. Okay, also dann stempeln wir mal ein paar ab. Ich habe mir jetzt hier ein paar rausgesucht. Jetzt ordentlich Druck auf alle Motive und gleichmäßig abheben. So viel dazu. So, okay, also die Punkte muss ich gleich nochmal machen. Das ist, glaube ich, durch die Kombination von beiden nebeneinander ein bisschen schwierig. Aber das ist doch super cool mit dem Fahrrad dazu. Der Kranz ist total schön. Da kann man natürlich dann hier auch noch was reinmachen, reinlettern oder eben weitere Motive. Schöne Kombinationsmöglichkeit. Gefällt mir richtig gut. Die Punkte probiere ich gleich nochmal aus. Ich mache den mal kurz sauber. Hier nochmal eine Kombi von verschiedenen Motiven. Die Punkte sind nochmal mit dabei. Und ein paar verschiedene Sprüche. Jo. Also jetzt sind die Punkte super schön. Die gefallen mir total gut. Die sind so vielseitig. Fähnchen. Fotoerinnerung ist auch super schön geworden. Und gehoppelt nicht gerührt. Den musste ich natürlich ausprobieren. Osterwochenende kann man für Fotos super gut gebrauchen, glaube ich. Also für so ein Fotoalbum stelle ich mir das richtig gut vor. Ja, auch super schön. Was auch toll ist hier, also ganz spannend, der Frühling ist die schönste Zeit, ergrünt und blüht es weit und breit im goldenen Sonnenschein. Das ist ja ein richtiger Spruch dann mal. Also nicht nur so kurze Dinger sind dabei, sondern auch längere. Echt vielseitig und sehr bunt. Man muss sich auf jeden Fall Zeit nehmen, das alles zu entdecken. Und da auch nicht den Überblick zu verlieren. Deshalb ist das sicherlich sehr hilfreich, dass man dieses Blatt immer zum Abheften hat. Dann gucken wir jetzt noch in den April rein, was da so alles mit dabei ist. Das ist der April. Wieder schöne Motive mit dabei, Blumen, Kleckse sind wieder mit dabei. Dann finde ich total spannend diesen invertierten Stempel hier. Also das war auch schon mal den anderen dabei. Ich gucke nochmal. Zumindest habe ich das irgendwo, hatte ich das schon mal gesehen? Genau, hier beim Januar war auch ganz dünnes Eis mit dabei. Und im März ist auch der ideale Ort dabei gewesen. Die finde ich ganz spannend, weil das kann man relativ schlecht selber schreiben. So einen invertierten Spruch. Deshalb ist es natürlich gestempelt sehr viel wert, weil der dann einfach super aussieht. Aber wir haben auch sowas wie Plitsch, Platsch, Klatsch, Nass. Oh, du süße Kindergartenzeit. Ein sonniger Frühlingstag. Erlebnisprogramm. Gelbe Rapsfelder. Also auch hier wieder eine super tolle Mischung. Ich mache mal ein paar auf den Stempel. Wir nehmen die hier jetzt mal. Ich habe die gerade schon mal abgestempelt, hatte aber den Ton nicht an. Also jetzt nochmal. So. Oh yeah, sehr schön. Okay, wo bist du hier? Das ist jetzt nicht so gut geworden, aber das liegt, glaube ich, wieder daran, dass ich so viele auf einmal auf dem Stempel habe. Das ist sicherlich nicht die beste Taktik, aber ich will natürlich so viel wie möglich hier ausprobieren. Ja, also genau, wenn man den, glaube ich, einzeln nimmt, dann wird er perfekt. Und das finde ich super cool. Kann ich mir total gut vorstellen, dass so an die Seite gestempelt. Richtig coole Motive. Das ist quasi der April dann. Und dann geht es natürlich jetzt so weiter. Im Mai und Juni immer wieder bunte Mischung von Motiven und Sprüchen, die einen einfach kreativ inspirieren können. Das sind sie also, die Monatsstempel von Annes Stempeldesign. Ich finde sie allesamt ziemlich inspiriert und schön gemacht. Also da merkt man einfach, dass da viel Arbeit und Herzblut drin steckt. Und sich da jeden Monat was Neues einfallen zu lassen, das ist, glaube ich, echt eine Hausnummer. Also Hut ab, mir gefallen die wirklich gut und ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, um sich inspirieren zu lassen. Das kann man nämlich auch gut mit eigenen Techniken kombinieren und so einfach immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ich verlinke dir natürlich Annes YouTube-Video in der Videobeschreibung, denn da stellt sie auch den aktuellen Stempel, den Mai-Monatsstempel und ich glaube auch schon den Juni-Monatsstempel vor, damit man immer so ein bisschen im Voraus schon sehen kann, ist das was für mich? Hole ich mir vielleicht das Abo jetzt? Also schau da unbedingt in die Videobeschreibung und lass mich in den Kommentaren unbedingt wissen, wie dir diese kreative Abo-Box sozusagen gefällt und ob du ein großer Stempelfan bist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder.